Wir haben schon festgestellt, dieses Rad des Lebens ist eine Landkarte zur Orientierung. Wo stehen wir in unserem Leben? Und wie können wir Prozesse, die ablaufen, besser verstehen, einordnen, beobachten bei uns selbst und verändern? Wie können wir das? Und dafür kann eine solche Darstellung wie das Rad des Lebens, wenn wir es tiefer betrachten und genauer betrachten und uns damit beschäftigen, hilfreich sein. Wir wissen inzwischen, dass unser Lebensrad angetrieben wird von Haben, Müssen, Klammer Gier, von Neidkomplexen, die uns immer wieder aufgezeigt werden, um sie zu erzeugen. Von Ablehnung, Aggression und bis hin zu Hass, vom sanften Ärger bis wütenden Hass, gekoppelt mit Intoleranz, mit falschen Ansichten, mit dem Versuch, die eigene Meinung durchzusetzen, weil es die einzig richtige ist, und mit Unwissenheit. Und dass jene Elemente unser Lebensrad oft in große Turbulenzen bringen. Und je stärker diese Kräfte sind, umso schneller rast es im Kreis, sich immer wieder neu belebend in der Abfolge dieses Prozesses, den wir angeschaut haben. Auch diese Narbe kann transformiert, verändert werden. Und das beste Mittel zur Transformation sind nun mal die vier Bhavanas, Hervorbringungen, diese vier Kulturen des Herzens, diese vier, wie es heißt, unermesslichen Geisteszustände. Unermesslich. Je stärker sie werden. Und jeder von euch erinnert sich daran, dass ich von Liebe spreche, dass ich von wirklich tiefem Mitgefühl für alles, was existiert und sich manifestiert hat, spreche, im Wissen darum, dass es immer in leidhaften Zuständen kommt. Manchmal sichtbar, manchmal gleich hier im Jetzt, manchmal nicht sofort. Und der Freude und der Mitfreude, eine unglaubliche Gabe und Kultur des Herzens, mit dem wir uns und anderen so viel Schönes und Aufbauendes und Hoffnung und Kraft vermitteln können. Und der Gleichmut, jene Kraft, die akzeptieren kann, einerseits, und lassen, loslassen kann, andererseits, gekoppelt, so hoffe ich sehr, mit der Weisheit, wie der Oettinger schon gesagt hat, zu erkennen, die Weisheit zu haben, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann, ist aber dann konsequent zu tun, wenn die Chance da ist. Und es gibt, nachdem die Nichtdauer eines der Daseinsmerkmale ist, immer Chancen, immer Möglichkeiten, bis zum letzten Atemzug Veränderung herbeizuführen bei uns. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Bis zum letzten Atemzug können wir und jeden Tag in der Früh die 24 nagelneuen Stunden sehen und ändern. Und um dieses Lebensrad ist eben jene Kette des samsarischen Kreislaufs, jene Kette des bedingten Entstehens. Auch das ist ein Naturgesetz, das wir erkannt haben, viele, viele hundert Jahre, in wechselseitiger Abhängigkeit. Aber zugleich das Wissen und die Weisheit sich gezeigt hat, dass auch das zu verändern ist. Wäre es so nicht, würden wir nur noch verzweifeln können und in diesem Hamsterrad ersticken. Nein, auch das lässt sich verändern und diese Kette des Leidens und der Frustration und der Unvollkommenheiten und der Abhängigkeiten und des Nichtwissens und Nicht-Klarsehens entsteht dann ein goldener Reifen. Ein Reifen um dieses Rad, der golden glänzt,
der dem Rat eine Richtung gibt und unserem Leben eine neue Sicht, ein neues Erleben, eben mehr Frieden und Freude, Freiheit und Menschlichkeit. Mir gefällt dieser goldene Reifen. Und wenn er entsteht, wird unser Leben ein wenig leuchten, auch unsere Augen, und man wird es sehen können. Der ist mit sich selbst im Reinen, dieser Mensch. Immer mehr zumindest. Der strahlt mehr Zufriedenheit aus. Weniger Nervosität. Er kann Glücksmomente, die nicht aufgrund von Situationen oder anderen Menschen entstehen, sondern aus sich heraus entdecken. Und sich daran sehr, sehr freuen. Und sehr glücklich sein. Und er kann den Frieden spüren, der in uns beginnt. Immer mehr. Und eben auch das Mitgefühl. Naja, das sozusagen als die Vorgabe der Transformation dieses Lebensrades. Ich bin nicht mehr bereit, jene Darstellung zu akzeptieren. Ich weiß, dass sie da ist, aber ich will sie nicht mehr. Meine ganze Praxis, und ich wünsche mir eure auch, ganze Bestreben, die ganze Motivation, die ganze Freude, so viele Jahre, die ich selber kenne, und bei euch zum Teil auch kenne, zu gehen, die Richtung zu sehen, nicht mehr nach dem Ziel zu fragen, wenn ich weiß, dass diese Vollkommenheit, das Buddhaschaft, das Erleuchtung, all das schon da ist. Worum dann Ziel? Im Gehen wird sich dieses Ziel zeigen und öffnen. Immer mehr. Zuerst Spaltbreite, zuerst nur ein paar Minuten und später Stunden, Tage, Monate und den Rest des Lebens, wie lange es auch noch dauern darf. Wir haben gestern in unserer Gesprächsrunde, die ich sehr gut fand, diesen Austausch, der hat mich gefreut, weil ich gesehen habe, dass einige den Bezug zu ihrem persönlichen Leben, zu ihrer Praxis, zu ihrem Verhalten sehr gut darstellen und ausdrücken konnten im Sharing unter uns. Und da haben wir auch entdeckt und es hat sich gezeigt. Und ich war sehr froh, dass dies von euch sozusagen gekommen ist. Und ich das nicht darlegen muss als etwas, das halt hinterm Pult gesagt wird, sondern dass ihr selber entdeckt, dass der Einstieg zur Veränderung dieses Rades von der Kette zum goldenen Reifen nicht unbedingt, ja eigentlich gar nicht, bei Avidya, Unwissenheit, dass das dann plötzlich in Weisheit und dem klaren Geist verwandelt wird, in Vijja beginnt, sondern dass wir woanders ansetzen. In dem Block des 6., 7. und 8. Gliedes. In diesem Block Berührung, Mittel, Achtsamkeit. Was berühre ich? Daraus folgt das Gefühl, wiederum Achtsamkeit. Was ist denn da? Was aufkommt, anschauen, im Jetzt, nicht buddeln, woher kommt denn das und warum ist es da und muss es jetzt wieder hochkommen. Nein, es ist da und ich kann es anschauen, ich kann einen Schritt zurück machen, ich kann mich im Atmen und Gelassenheit üben, ich kann Freund Sati, also die Achtsamkeit, zu Hilfe rufen, der sich um dieses Gefühl kümmert und ich weiß, nichts bleibt. Kein Gefühl, sei es noch so stark, wird sich sozusagen festsetzen in unserem Bewusstsein, Tagesbewusstsein im Manovijnana und nicht mehr weggehen. Ob das Trauer ist, ob das Einsamkeit ist, ob es Verzweiflung ist, aber ob es Glück und Freude ist, es geht wieder, es bleibt nicht. Und unsere Chance ist, immer wieder neu einzuladen, jene Samen im Speicherbewusstsein zu stärken, dass sie nach oben kommen können, und da sind, dann ist unser Wohnzimmer, unser Tagesbewusstsein also voll mit Gefühlen, die wir eingeladen haben, worüber wir uns freuen, wo wir eben nichts mehr als selbstverständlich ansehen, wird relativ wenig Platz sein, dass sich dann jene uneingeladenen Gefühle der Ängste und der Wut und Aggression so noch so arg dazwischen drängen und uns besetzen. Und bleibt bitte ganz eng dabei, dass ich nicht mehr sagen muss, ich habe Angst, ich bin traurig, ich bin verzweifelt. Nein, da ist Angst, da ist Traurigkeit
Und da ist Verzweiflung, wo die kommt. Die Bedingungen kann ich kennen, die diese Wirkungen hervorrufen oder auch nicht. Und sie ist da und sie geht wieder. In dem Moment, wo wir deidentifizieren, wo wir diesen Schritt zurück machen können und nicht sagen, ich bin das und das und das und das, sondern dieses Ich selbst ja ein wenig belächelt wird zwischendurch und wie wir uns aufblasen und dann jeder kaum mehr zur Tür rauskommen, weil wir es aufgepumpt haben. Das tut weh, das aufgeblasene Ego. Dass wir dies so anschauen, einen Schritt zurücknehmen und das sehen, diese Wolke des Gefühls, wie sie kommt und geht. Nicht es unbedingt zu seinem machen. Das schließt nicht aus, dass wir trotzdem leiden werden. Aber es ist eine andere Form, in dem Moment, wo wir es vor uns hinstellen. Genauso wie es wichtig ist, das Positive, das Heilsame, das Vollendete vor sich hinzustellen. Einen Buddha, ein Bodhisattva. Und den aus uns, aus unserem eigenen Geist, der kommt ja nicht aus irgendwelchen Himmelswelten an, das mögen wir hoffentlich nicht glauben, sondern aus unserem eigenen menschlichen Geist hervorbringen, vor uns hinstellen und dann in einem intimen Dialog treten, wie Thay sagt, mit jener Gestalt. Und ich habe viele Freunde unter den Bodhisattvas, viele Freunde, die ich jederzeit, auch jetzt, sofort vor mir habe. Oft golden glänzend, wunderschön. Sie tragen manchmal schon mein Gesicht, obwohl ich weiß, dass ich es nicht bin, sondern es eine Projektion ist, der vollendeten Energie, die dieser oder jener Bodhisattva, sei es das tiefe Schauen von Manjushri, sei es das Mitgefühl von Avalokiteshvara, sei es die große Tat von Samantabhadra, wo ich diese Energie erkennen kann. Ja, und insofern können wir lernen, auf eine neue Weise mit dem Komplex, siebtes Glied, Gefühl, Empfindung umzugehen. Und wer das nicht glaubt, soll es ausprobieren. Und wer es nicht ausprobiert, soll halt weiter leiden. Was soll ich machen? Jeder muss es doch selber finden, rausfinden und selber tun. Wir können nur immer wieder sagen, das habe ich erfahren, bei mir funktioniert es, probier es doch aus, du bist auch ein Mensch. Du hast das gleiche Potenzial in dir. Das gleiche wie jeder von uns. Wie Thay, wie Karl und Helga, wie ich, wie alle. Die wir nur etwas, vielleicht ein paar Schritte mehr erfahren haben und es weiterzugeben versuchen. Und so, aus den Gefühlen steht ja das Begehren, wie wir wissen. Und auch da wiederum, das Gleiche wie in der Nabe, wie Brahma Viharas, die Orte, wo die Götter wohnen. Sind diese Orte wieder jene vier Bereiche, die Kultur des Herzens. Wir bleiben dabei. Und das ist die Basis für Freiheit, hat Thay erst vorige Woche gesagt. Diese vier sind die Basis für wirkliche Freiheit. Unser Herz zu öffnen, nicht mehr zumachen, keine Angst mehr haben. Durch den Gleichmut. Uns jeden Tag neu freuen dürfen, dass es uns gibt und dass es euch gibt. Manchmal verminderte Freude, manchmal große Freude. Ich meine, dass es euch gibt. Ich freue mich über mich selber immer. Und das zu sehen und die Mitfreude zu spüren, wenn ein anderer sich freut, mitzufreuen. Und versucht einfach so oft ihr könnt zu lächeln. Setzt es zuerst einmal auf. Ah ja, ich will ja lächeln. Und nicht grinsen unbedingt, aber lächeln. Ganz fein. Und denkt immer öfter dran. Und ihr werdet sehen, wie viel Wohltat im Körper passiert, wenn wir ein freundliches Bewusstsein zu unseren Zellen schicken, wenn wir uns zulächeln und natürlich dann auch anderen. Und mir ist es inzwischen wirklich egal, ob einer zurücklächelt oder nicht. Das muss ja nicht sein. Er lächelt nicht, das macht nichts. Seine Entscheidung. Also ist es so weit innen, dass ich es gar nicht sehe. Seine Entscheidung. Es ist ein Geschenk, das ich machen kann mit meinem Lächeln. Und wenn es ehrlich ist und echt und eben nicht mehr aufgesetzt, solange man geübt hat, ist es ein bisschen künstlich vielleicht, aber nachher ist es einfach da. Und dann wird auch das Mitgefühl und die Liebe stark werden. Und ich habe festgestellt, wenn ich mit Mönchen anderer Tradition, insbesondere christlichen, zusammensitze, mit Benediktinern, mit Franziskanern, mit, wie vor kurzem, mit Kapuzinern, Dominikanern, dann finden wir uns in der gegenseitigen Respekt, in der Achtung zunächst, um das jeweilige Bemühen
Wir finden uns aber letztlich dann in der liebevollen Zuwendung und dem Mitgefühl. Sehr eng. Und es ist nicht mehr wichtig, ob der Bruder Jesus oder der Bruder Buddha dann nun gerade im Vordergrund steht. Es sind die Energien, die in uns sowieso sind, von beiden. Denn wenn alles mit allem verwoben ist, dann ist für mich auch Jesus nahe. Für mich auch der Heilige Geist nahe und spürbar. Wie die Energie der Achtsamkeit und wie ein vollendeter Mensch, der der Erwachte genannt wird. Buddha, Erwachen, Buddha, der Erwachte. Schaut, und wenn wir jetzt diese drei Kettenglieder uns als erstes vornehmen, diese vier unermesslichen Geistesfaktoren und die Achtsamkeit auf Berührung, auf Gefühl, im Jetzt, dann fangen wir da an, den goldenen Reifen zu bilden. Und da ist der Einstieg. Da sollten wir reingehen. Da haben wir die Praxis, jeden Tag da einzusteigen. Und dann wird sich zeigen, ein kleiner Sprung, die Praxis in unseren Willenstendenzen, das sogenannte große Streben, das zweite Glied, zeigt sich dann. Es ist eine tolle Energie, die über die Achtsamkeit entsteht, sich manifestiert. Bodhicitta. Jeder hat das Potenzial in sich zu dieser Freiheit, zum ganzen vollendeten Menschen. Und es wird dann aufleuchten. Ihr werdet es spüren. Genannt ist es das große Streben, aber eigentlich ist es eine Energie, die da ist und plötzlich deutlicher wird durch unsere Achtsamkeitsübung, durch diese Kunst, die wir entwickelt haben. Und dann werden unsere Samskaras, unsere Willenstendenzen und Tatabsichten plötzlich verändert. Dann schauen wir in Richtung und dann fangen wir an, so nicht, und zwar rechtzeitig. Wir brauchen dann nicht mehr hinten nach Bedauern und Reue und Schuldgefühle sowieso nicht entwickeln, aber auch nicht einmal bedauern, weil wir rechtzeitig dann durch eine trainierte Achtsamkeit Klarheit des Geistes entdecken. Aha, da kommt es wieder. Wenn wir dann unsere Willenstendenzen stark genug haben, in diesem großen Streben, zweites Glied, dann haben wir schon wieder ein Stück der Kette in den Reifen verändert, transformiert. Es ist der Weg. Und wir kommen dann zum nächsten Block. Und das ist unser Bewusstsein. Das dritte Glied. Aus dem großen Streben, aus den Willenstendenzen entsteht Bewusstsein. Wie können wir Bewusstsein verändern? Wir wissen alle, dass mit der Veränderung des Bewusstseins die entscheidende Hebel rumgelegt wird. Hätte diese Welt mit ihren Menschen, in allen Kulturen, in allen Hautfarben, den reichen und den armen Ländern, bis hin zum Präsidenten der Amerikanischen, der Vereinigten Staaten, ein anderes Bewusstsein, jene vier Weisheiten, in denen er Bewusstsein verändern kann, wäre die Welt ein wenig friedvoller und vielleicht auch glücklicher. Aber das ist nur ein Beispiel. Und er besteht aus Nicht-Busch-Elementen. Also wir können es ihm nicht einmal vorwerfen. Er besteht aus Elementen, die nicht er sind, die aber ihn manifestieren und bilden aus einem Zeitgeist, aus einer Haltung von vielen Millionen anderer Menschen. Und jeder von uns ist das Ergebnis des kollektiven Bewusstseins. Aber jeder von uns hat ein Individualbewusstsein, das er durch seine Bemühung verändern kann und damit in das Kollektiv eingreift. Also glaubt nicht, ich kann nichts machen. Jeder von uns kann was tun, dass diese Welt menschlicher wird, weil wir mit unserer Veränderung und der Bewusstseinsveränderung auch das kollektive Bewusstsein verändern. Manchmal reicht die Kraft nicht und manches muss ablaufen. So wie die Bedingungen sind, werden die Ursachen sein. Es gab viele Leute im Dritten Reich, die mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrem ganzen Einsatz bis hin mit ihrem Leben dafür eingetreten sind, dass diese grausame, schreckliche, unglaubliche Diktatur ein Ende findet. Sie sind viele gestorben, viele umgebracht worden und aufgehängt und erschlagen und erschossen. Aber es war da. Sie haben etwas in diese Welt gebracht, ob das die Weiße Rose war oder die Offiziere oder wer auch immer. Die Chance,
aufrechterhalten haben, dass diese Welt menschlicher wird. Und das gibt es heute auch überall, ob im Kosovo, ob im Afghanistan, ob im Irak. Und das ist die große Hoffnung, die Veränderung des Bewusstseins, die wir haben. Und diese Transformation in die vier Arten der Weisheit, dazu müssten wir noch mal deutlich wissen. Jetzt gehe ich weg und hoffe, dass die Aufnahme noch möglich ist, die du da machst, wie die acht Bewusstseinsarten aussehen, nach unserem Kontext. Das ist es. Ich habe also eine Skizze gemacht. Sinnesbewusstseinen, die zusammenarbeiten mit Sinnesorgan und Sinnesobjekt. Mit anderen Worten, das Auge arbeitet eben zusammen mit der Tatsache, nur dann kann Bewusstsein sein, dass es auch ein Objekt gibt, das Auge selber. Objekt, den Baum oder euch, und ein Organ, das Auge. Und dazu das dritte, nämlich das Bewusstsein, um überhaupt zu erkennen, was das Auge sieht. Sonst würde es eine undefinierte eine Antwort geben, was es da wahrnimmt. Diese Wahrnehmung führe ich zugleich zur Benennung und damit schon wieder zur Einfärbung gesprochen haben. Und so wie das Auge haben wir auch die Fähigkeit, die Töne aufzunehmen, wahrzunehmen. Und genauso soll eine Zunge sein, um zu schmecken, und eine Hand und eine Nase. Und zu diesen fünf Sinnesbewusstseinen tritt dann noch Denken. Das habe ich besonders stark gemalt, weil dieses Denken, und wir haben es bei der Betrachtung der tradition Psychologie, das war im Mitte dieses Jahres, haben wir da vom Gärtner gesprochen, der eine Erde beackert und mit ihr kommuniziert, und das ist unser Speicherbewusstsein. Das haben wir mit der Erde verglichen und den Gärtner mit unserem Denkbewusstsein, das zum Tagesbewusstsein natürlich, wo die Dinge aufgenommen werden, registriert werden, eingeordnet werden. Da entstehen auch die entscheidenden Veränderungen in unserem Leben, Transformationen. Und es gibt ein weiteres Bewusstsein, nämlich das nennt sich Manas, hier in der Mitte. Und da hat sich das, ich mache das jetzt ganz kurz, weil wir nicht, um über die Bewusstseinslehre einzusteigen. Aber lest das Buch Angst wird Mut, da steht Eos drin. Und dieses Manas, der Ichmacher sozusagen, steht sowohl in Verbindung mit unserem Gärtner, wie auch mit der Erde, den deutschen Jahren, und meint auch ein Teil dieses Speicherbewusstseins zu sein und bildet sich daraus, dass so in Evolution eines Fötus im Leib der Mutter, wo es das Ganze empfindet, die Welt ist für ein solches Baby und für ein geborenes Kind ja eine Einheit, auch nicht, wenn die Nabelschnur getrennt ist. Ja, also wenn wir im zweiten oder dritten Jahr, denke ich, entsteht nicht mehr Karl, sondern ich möchte es. Das ist dann der Klick dabei. So, und jetzt geht es um die Frage, das ist das Speicherbewusstsein, die Erde, in dem alle Samen seit anfanglosen Zeiten. Ein Speicherbewusstsein, das individuell und zugleich kollektiv ist und in dem Samen aufsteigen in unser Tagesbewusstsein, übers Manas laufen, aber auch direkt möglich sind, wenn die Dinge ohne Illusion unmittelbar sieht, kann dieses Bewusstsein, können auch die Sinnesorgane in unmittelbaren Kontakt mit dem Bewusstsein ohne Einfärbung des Egos treten. Und dann sagen wir davon, die Dinge sind ja gut an der Wirklichkeit gemäß gesehen, weil keine Einfärbung dazwischen hängt, die das Ich macht, durch seine Erfahrung, durch seine Vorstellung. Das hängt davon ab, ob diese Samen, die heilsamen und die unheilsamen, ich könnte mal, wenn ich wollte, und es gibt einen 50 Geistesfaktor, eine schöne Liste, die Buddhismus entstanden ist, der 51 Faktoren des Geistes, ja, stärker oder schwächer. Aufgrund dessen, was wir an Genen und was wir an Energien selbst entwickelt, zum Teil aber auch transmitted, übertragen bekamen, durch die Blutsfamilie und durch die spirituelle Familie. Schönes und weniger Schönes. Gut, hast ihr, und wir sehen auch heute noch, wie unerledigt es in heutigen Menschen leben, die von ihren Eltern und Großeltern stammt. Und wo sie marschieren und trommeln. Und das ist der Vater oder der Großvater, der da trommelt. Welche, die zum Trinker und zum Raucher werden, oft nicht einmal aus eigenem Antrieb, sondern weil Gene in ihnen, jene Gifte noch enthalten und nicht befreit sind von Eltern. Oder eben auch Intoleranz, Fanatismus aus dem Spirituellen übertragen ist. Damit will niemand seiner Verantwortung freisprechen, kann es verwandeln. Das ist eine große Tat. Wenn der Vater zu viel getrunken hat,
Ich befreie ihn mit, denn er lebt ja in mir. Ich bitte, dass er jetzt nicht sehen, sondern jene Energie, die er in diese Welt gebracht hat, ist verändert oder weitergetragen. Meine Kinder trinken wieder und die Enkel auch. Und jetzt geht es darum, dass jene 8 Bewusstseinskategorien in Weisheit verwandelt werden. Und da spricht Tai zu Recht, dass jene 5 Sinnesorgane in die Weisheit der wunderbaren Verwirklichung verändert werden. Er nennt es eine wunderbare Verwirklichung, weil plötzlich wir als Gehilfen des Gärtners auftreten, die 5 Bewusstseine, und auf eine neue Weise wahrnehmen. Nicht mehr so viel falsche Wahrnehmung, sondern ein bisschen echte, wahre Wahrnehmung, indem sie genauer hinschauen, indem sie achtsamer werden, indem sie nichts mehr so selbstverständlich sehen, sondern anfangen zu lieben und Mitgefühl zu entwickeln, wird die Wahrnehmung anders, neu, kein Kästchendenken mehr. Und das ist etwas Wertvolles, wenn diese Weisheit der wunderbaren Verwirklichung entsteht, die auch sich in eine Weisheit beim Gärtner, beim Denkbewusstsein, in eine Weisheit des wunderbaren Erkennens, heißt es. Nämlich auch da falschen Gedanken, verdrehte Konzepte, verwirrten Geist immer mehr abzubauen und die Dinge zu sehen, wie sie sind, auch wenn es manchmal schmerzlich ist, aber sie einfach nüchtern, mit Klarheit und Nüchternheit und nicht verschwommen oder euphorisch und dann wieder zu Tod betrübt und mit allen Gefühlen gekoppelt zu sein, zu denen so ist. Und dann eben auch in schwersten, schwierigsten Situationen diese und die mitfühlenden Augen nicht zu finden. Geistlichen, in brutalen Zustand. Und ich war sehr beeindruckt, die Rede frei sein, wo immer. Lest das Büchlein von Tag, wo er im Hochsicherheitstrakt Amerikas. Ganz gleich, wo du bist, kannst du deine Freiheit. Und Teil von der Novelle, der Gefangene, der den Priester wegschickt, der noch besuchen will, sozusagen vor der letzten Ölung, um ihn zu trösten, weil er am nächsten Tag hingerichtet wird, wo er den Priester sagt: Kannst mir nichts mehr sagen. Bitte geh und lass mich allein. Ich habe da oben ein kleines Viereck entdeckt. Ich habe noch nie in meinem Leben den Himmel wirklich gesehen. Und ich sehe in diesem kleinen Stück blauen Himmel meine Freiheit. Und er hat den Priester weggeschickt. Das hat Camus in einer Weise heute noch immer wieder neu berühren kann. Und nun haben wir also 2 Weisheiten, nämlich der wunderbaren Verwirklichung, des wunderbaren Erkennens. Und das Gleiche geht weiter zu Manas. Auch Manas hat eine Weisheit in sich, sei es noch so ego geprägt, nämlich die Weisheit. Denn Manas sagt ja die ganze Zeit in seiner normalen Funktion, das gehört mir und das gehört mir nicht und das steht mir zu und das interessiert mich nicht. Und da bin ich und dort ist der Rest der Welt. Das ist sozusagen Manas Standpunkt. Ich vereinfache jetzt, aber es ist der essentielle Punkt dabei. Und nun geht es darum, die Weisheit des Erkennens, des wunderbaren Erkennens, kann Manas transformieren, zur Weisheit begleiten. Nämlich zu sehen, dass in allem Vollkommenheit ist, dass jeder dieses Potenzial, das Bodhicitta in sich trägt, alles was existiert, und sieht auch die Verbindung dann allmählich von sich selber mit allem anderen und wie alles andere in ihm auch. Wie bei dem Beispiel von Stück Brot, das existieren könnte, gäbe es nicht den Erdboden und die Sonne und den Regen und den Samen und den Müller und dessen Eltern und sozusagen Kosmos. Ein Botschafter des Kosmos entsteht mit jedem Stückel Brot, das wir essen, weil alles in ihm enthalten ist und nichts weggenommen werden kann, denn wäre es so, wäre das Stück Brot nicht da. Setzt sich aus diesen Millionen Nicht-Brot-Elementen zusammen, um sich zu manifestieren. Und dieses Wissen und diese Weisheit der Gleichheit, die ist die Verwandlung des Egos von Manas, geht dann über zum Speicherbewusstsein. Und da entsteht die Weisheit des großen Spiels. Da ist erwacht Liebe, Mitfühl plötzlich, zentrale Inhalt, der sich auswirkt in dem Speicherbewusstsein. Und natürlich auch das Kollektive mit beeinflusst, wenn es bei uns selber stark wird. Man fragt nicht, wie viel und ob das einen Wert hat.
Es hat viel, spielt keine Rolle mehr. Genauso wie es keine Rolle spielt, wenn ich jemand aus guter Motivation was schenke und der sagt so ein Krampf, schmeißt es weg. Ich habe es getan. Ich habe den Brief zur Versöhnung geschrieben. Mein Bruder zum Beispiel, der hat ihn zerrissen oder nicht gelesen. Ich habe es getan. Und es ist so wichtig, es einzubringen. Immer wieder. Ich glaube, das haben wir gestern auch schon mal kurz angeschaut. Dieses. So, und jetzt sitzen Bewusstseins, Weisheiten. Unser Bewusstsein verwandelt wird und die haben wir auch symbolisiert. Das sind die fünf Buddha-Weisheiten. Wir haben von vieren jetzt gesprochen, die fünfte gibt es auch. Wir haben in der buddhistischen Tradition, ihr braucht euch nicht merken, ich will es nur als Begründung geben, wie das sich plötzlich auch personifiziert, wie ein Buddha oder die vielen Bodhisattvas. Und das sind Buddhas und die haben diese Weisheiten, von denen wir jetzt sprechen. Das Weisheit der wunderbaren Verwirklichung ist die Weisheit der großen Verwirklichung. Dieser Purushottama-Sambhava wäre normalerweise gelb. Er sagt der Gleichheit, der Wesensgleichheit. Er wiederum hat die Weisheit des Mitgefühls, die Weisheit des Erkennens, der Verwirklichung. Und hier ist dann der Morgen da, bevor die Sonne aufgeht, die Weisheit des großen Spiegels, den ich vorhin erläuterte. Da ist dann diese goldene Ratnasambhava, der die Gleichheit. Und da wandert die Sonne weiter an diesem Zwischentag, am Taba, Abenddämmerung, der dann die Weisheit des Erkennens der wunderbaren Verwirklichung in sich hat. Und von da geht es dann in die Nacht hinein, wo Vasili sitzt, der diese Weisheit da. Vielen Dank, sehr gut. Die großen Bodhisattva, ein strahlender, sozusagen die Buddha-Weisheit der Erleuchtung. Und wir kreisen immer wieder einen solchen Spirit, die Abendzeit, die mitternächtliche Stunde, und das Zentrum zu der Bodhisattva sitzt, sozusagen jene vier Buddha-Weisheiten, von denen Thich Nhat Hanh spricht, sich dann zeigt. Dieses Bild ist ein Bild, das sehr, sehr im Vajrayana verwendet wird, im Vier-Mann-Fahrzeug, Tibeter und andere, aber auch von vielen Mahayanis übernommen worden ist. Ich zeige es euch deshalb, weil mir einfach gefreut hat, die Veränderung unseres Bewusstseins in die Weisheiten, hier durch Buddha-Weisheit dargestellt, uns wieder neue personelle Bezüge möglich macht für Interessierte. Weil ich kann natürlich eine Weisheit der Gleichheit ganz anders für mich selber realisieren und ich darf hinwenden an Repräsentanten dieser Energie, wenn ich dabei bin, dieses Bewusstseinsfeld von Manas, von meinem Ich-Bewusstsein allmählich zu verändern durch mein Tun, durch meine Bemühung. Und dann kommen wir zu dem Feld 4 zurück und 5. Und da spricht Thay vom Transformations- und vom Ergebnis. Dazu müsste man noch mal eins wissen und dann ist Neues nicht mehr, steht da nicht mehr an. Wir sind mit Ergebniskörper, weil wir mit uns kommen. Nein, Ergebnis. Es ist Ergebniskörper, der ein Ergebnis möglich macht. Und zwar, wir sind normalerweise in drei Ebenen, wenn wir üben. Das eine ist der sogenannte Transformations- oder Verwandlungskörper. Da können wir Körper, Geist, das, was uns ausmacht, den fünf Skandas, das, was wir sind, allmählich transformieren und verwandeln. Deshalb heißt er auch Verwandlungskörper. Das heißt, dass da die befreite Seite entsteht. Keine falschen Wahrnehmungen mehr, kein verdrehtes Bewusstsein mehr, keine Unwissenheit mehr. Und das ist die Grundlage, auf der wir im Alltag arbeiten können. Der sogenannte Sambhogakaya oder Ergebniskörper, die zweite Ebene, ist mehr meditativ, ist mehr Anschauung, ist mehr unser spiritueller Prozess, uns auf etwas hinzuwenden, so wie wir es am Abend im vertraulichen Dialog mit Buddha tun, Dinge zu vertiefen, etwas genauer zu erleben, zu sehen, und das ist mit den sechs Sinnesorganen gekoppelt, mit jenem fünften Glied. Und diese Bemühung ist das Ergebnis, so heißt es in den Texten, früherer Taten, aber auch
das ständige Praktizieren, besonders in der Meditation. Da belebt sich dieser zweite Kreis in uns. Wir sind ja nicht nur der Körper, der mit der Haut aufhört. Ich will jetzt nicht über Astralkörper und so reden, aber da ist also ein Bereich um uns, ein energetischer Bereich, der auf diese Weise, auf die sechs Sinnesorgane, die produzieren das. Langsam ein Körper der Wonne, sagt man auch oft, eine ganz neue Form von Persönlichkeit entstehen lässt. Und das ist die Verwandlung des fünften Gliedes, nämlich der sechs Sinnesorgane, aus denen dann der Sprung zum Ergreifen geht und von da Ergreifen verändert sich in Richtung Freiheit. Durch Loslassen, durch Nicht-Fallen-Lassen, wo das Ergreifen umgekehrt wird, dass ich nicht mehr alles haben muss und ergreife oder ständig wegstoße, sondern dass ich beginne zu akzeptieren und beginne zu lassen. Und dadurch wird das Glied Ergreifen, das ist das neunte, langsam zur Geistesklarheit, zur Freiheit hin. Und schließlich gibt es dann 10, 11, 12, die letzten drei Glieder, die dann heißen, zum Einser komme ich noch, das ist das allerletzte, das erste wieder, da schließt sich der Kreis. In 10, 11, 12 ist dann Werden, Geburt, Alter, Tod. Die Verwandlung, die Transformation geschieht zum wunderbaren Sein, wie es heißt, zur Weisheit der Geburtlosigkeit, der Todlosigkeit, von der Buddha gesprochen hat, wo wir in einer Ebene kommen, die wir die letztgültige Dimension der Wirklichkeit nennen. Der Ozean, nicht mehr die Welle. Wo die Welle entdeckt, dass sie auch das Wasser des Ozeans ist. Wenn wir da hinkommen, dann wird auch das Werden ein Sein. Das Werden ein Sein und die Geburt, Altern und Tod wird ersetzt durch die Weisheit, das Erkennen der Todlosigkeit und des immer wieder neuen Geborenwerdens. Dass das wohl geschieht in dieser relativen Wirklichkeit und wir können das jeden Moment erleben, in uns und um uns herum, wenn wir die Fähigkeit haben, genau hinzuschauen, wie geboren werden und sterben ständig passiert, permanent, da außerhalb und innerhalb von uns. Aber wir können erkennen, dass es eine Dimension gibt, die wir das reine Land nennen, wo dieses ständige Sterben und Geborenwerden nicht mehr gilt, nicht mehr da ist. Und ob wir das dann als Reich Gottes oder so irgendwie nennen, das spielt, glaube ich, keine entscheidende Rolle, welchen Namen wir dem geben. Ich habe hier noch ein Zitat von Thay. Die Weisheit der Gleichheit entwickelt sich aus Manas, aus dem siebten Bewusstsein. Und Manas sagt, das bin ich, das gehört mir nicht. Ich habe das vorhin erwähnt. Das ist eine Eigenart. Und es kann zur Weisheit der Gleichheit werden. Und der Dharmakaya, den habe ich noch nicht erwähnt, den dritten Körper, ist jener, der keine Bezeichnungen mehr hat, der nicht mehr mit Worten dargestellt werden kann, der auch nicht mehr durch Bilder signalisiert wird, weil dann sofort wieder Vorstellungen dranhängen, sondern der dann jenes erleuchtete Bewusstsein ist, jene Freiheit, jene endgültige Befreiung, Samyak Sambodhi, das vollkommene Erwachen eines Buddha. Und er sagt dann, um die befreite Seite von Geist-Körper zu beschreiben, sagen wir Nirmanakaya, den Transformationskörper. Aber mit geöffneten Augen den Dharmakaya erkennen, den Körper der Lehre, das wahre Wesen der Buddhaschaft. Wenn unser Geist so klar ist, wie ein stiller Fluss, wird dann dieses sechste Bewusstsein zur Weisheit des wunderbaren Erkennens. Und unser Speicherbewusstsein wird zur Weisheit des großen Spiegels. Und nun kommen wir zurück zum ersten Glied wieder, das auch zum goldenen Reifen dazugehört dann, nämlich, dass wir aus Unwissenheit und verwirrtem Geist den wahren Geist entwickelt haben, der schon in uns ist, aber noch nicht freigesetzt. Die klare Erkenntnis, Vidya, sie kann unser Leben erfüllen
uns liebevoll und mitfühlend machen, uns die heitere Gelassenheit geben. Und so wird aus dem Kreislauf des verblendeten Geistes, den wir hier kennen, ein Kreislauf des erwachten Geistes. Und da schreibt der Thay noch, das sei noch ein Zitat hinzugefügt, es gibt ein Entstehen in wechselseitiger Abhängigkeit, das durch einen verblendeten Geist, Avidya, bedingt ist. Und eines, das durch den wahren Geist, Vidya, bewirkt wird. Das wissen wir inzwischen. Die Welt, die Gesellschaft und die einzelnen Menschen sind so geworden, wie sie sind, weil ein verblendeter Geist den Zyklus der Bedingungen, aus denen Ursachen entstehen, so geschaffen hat. Diesen Zyklus, diesen Kreis. Es ist natürlich, dass in einer Welt, die auf einen verblendeten Geist gründet, Kummer und Leiden zu finden sind. Liegt aber den Bedingungen ein wahrer Geist, der mit unserer Achtsamkeit die Veränderung beginnt, da zu werden, und mit der Veränderung unseres Bewusstseins, mit jenen beiden Faktoren, das eine nennen wir Erkenntnis und das andere, beispielsweise unsere 5 Übungen der Achtsamkeit, sind jeden Schritt für Schritt Veränderung herbei. Unsere Übung, unsere Meditation. Das geschieht. Und dann, wenn diese Bedingungen geschaffen werden, dass ein wahrer Geist stärker wird, der in uns ist, spiegelt sich die wunderbare Natur der Wirklichkeit dann wieder. Und alles hängt von unserem Geist ab. Er sagt dann als Beispiel, stellt dir 1000 Menschen vor, deren Geist angefüllt ist von falschen Wahrnehmungen, falschen Anschauungen, von Neid, von Eifersucht und Zorn. Wenn sie zusammenkommen, verwandelt sich die Erde in eine Hölle. Und wir können es überall erleben, bei vielen Zusammenkünften, Versammlungen, Kongressen können Hölle werden. Die äußeren Umstände, in denen sie leben, ihr Alltag, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen gleichen einer Hölle. Schon 2 Menschen, die in Zwietracht zusammenleben, können einander das Leben zur Hölle machen. Und wie viel schrecklicher ist die Hölle von 1000 und abertausend Menschen. Und du machst der Hölle ein Paradies zu machen. Paradies in Anführungszeichen ist ja kein Platz, sondern ein innerer Zustand. Brauchen wir nur den Geist, aus dem heraus sie geboren wird, zu verwandeln. Um den Geist von 1000 Menschen zu verwandeln, ist es wahrscheinlich nötig, ein Element von außen heranzutragen, einen Dharma-Lehrerin, zum Beispiel eine Gruppe von Menschen, die den Dharma praktizieren, meint er. Stell dir 1000 Menschen vor, denen falsche Wahrnehmung, Zorn und Eifersucht fremd sind, die stattdessen Liebe und Verstehen und mit Glück erfüllt sind. Stellen wir uns das doch vor. Warum soll man sich das nicht vorstellen können? Das ist doch möglich. Wenn die zusammenkommen und eine Gemeinschaft gründen, dass Maitreya, ein künftiger Buddha, der große Liebende, entstehen kann, durch ein Netzwerk von Gemeinschaften solcher Menschen, von Communities und Sanghas, dann kann es eine Art Paradies sein. Ein unglaublich schönes Zusammenleben von Menschen, die Vertrauen haben, gegenseitig und die geben, zu geben bereit sind, die Hingabe kennen und die nicht ständig fragen, ja, was bringt's mir? Was habe ich davon? Es ist der Geist der Menschen, der das Fundament für eine solche Welt bietet. Wir haben es in uns, es ist da. Und jeder muss bei seinem kleinen Garten ackern, der Gärtner sein, die Gärtnerin. In seinem kleinen Garten, der Menschheitsgarten ein Stück davon ist. Denkt ans Kollektive dabei. Und unser verblendeter Geist macht uns das Leben zur Hölle. Und unser wahrer Geist schafft eine neue Erde. Hier. Und so müssen wir Gemeinschaften bilden. Und wenn wir es schaffen, mit einem solchen Lebensrat, das auch unser Rat ist, zu sehen, in welchen 6 Lebensbereichen wir uns jeweils aufhalten in dieser Stunde, denn hier und jetzt, wo wir gerade sind, wenn wir erkennen, was die Narbe bedeutet, die dieses Rad immer schneller antreibt. Und wenn wir anfangen, aus dieser Kette um das Rad allmählich einen strahlenden, einen goldenen Reifen zu machen.
und diese Verwandlung vorzunehmen, diese Transformation, die da ist, unseres Bewusstseins und durch die Achtsamkeit unseres Greifens, unsere Gefühle, da wo wir ansetzen können, dann wird es gelingen. Und dann hat diese Darstellung eine gute Landkarte, bei der wir sehen, wie es abläuft und bei der wir erkennen, wie die Prozesse verändert werden können. Das ist möglich, diesen positiven Kreislauf, diesen heilsamen zu errichten. Und es hängt von jedem Einzelnen von uns ab, ob dies gelingt. Ich selber will nicht nachgeben in diesen Bemühungen darum. Ich habe versucht, ein wenig die Instrumentarien, die wir verfügbar haben, und wie wir jedes einzelne Glied anschauen können, zu erläutern. Und ob ihr dann euch entscheidet, mit Personalifizierung zu arbeiten, also in einen Dialog zu treten, mit archetypischen Gestalten, würde Jung sagen, die wir aus unserem menschlichen Geist erzeugen, jene großen Buddhas, die Kräfte darstellen in uns selber, aber in ihrer vollendeten Weise, und mit ihnen kommunizieren, das müsst ihr selbst entscheiden, ob das für euch eine Übung ist oder nicht. Was ihr nicht entscheiden könnt, wäre, wenn ihr diese Elemente verwandeln wollt in Weisheiten, auch ohne Personifizierung, dass wir langsam erkennen, wie diese Weisheiten entstehen. Und wir haben auch die Mittel dazu, dass es Weisheiten werden. Aber der Ansatz zur Veränderung ist die Achtsamkeit. Ist der Schlüssel und bleibt es, diese Energie, mit der du zu Recht gesagt hast, wer weiß denn, er, dass dies die Energie eines Buddha ist und dass wir damit auch die Augen und die Arme und die Füße eines Buddhas werden. Und dabei sind wir aber noch nicht der Buddha selber unbedingt, weil wir noch nicht Samyak Sambo, die vollkommene Befreiung, damit erreicht haben, sondern wir gehen einen Bodhisattva-Weg, einigermaßen selbstlos. Erkennen, wie sehr wir miteinander verbunden sind und wie alle unsere Aktionen, die wir unternehmen, dazu mithelfen, wenn sie einigermaßen selbstlos sind, in der tiefen Motivation, anderen zu helfen, sie zu unterstützen und dabei auch uns selber zu helfen letztlich. Wenn wir das tun, dann werden wir Auge und Arm und Fuß Buddhas. Und Thich Nhat Hanh hat seine 3-Wochen-Retreats in Plum Village nicht umsonst genannt. Das Auge Buddhas, die Hände Buddhas und die Füße Buddhas, weil er uns damit immer wieder Anregungen geben will, dies zu sein und dann zu bestätigen, das, was du gerade machst, ist gut und du hast inzwischen nicht 2, sondern hast 100 Hände oder 1000, weil du so viele umarmen kannst und ihnen hilfst. Und ich habe das für mich selber so empfunden, wenn ich in Vietnam bin und aufgrund eurer Hände und eurer Möglichkeiten, vieler Freunde, einen nicht unwichtigen Beitrag zum Umsetzen von jungen Menschen, die eine Ausbildung haben sollen, von weißen Kindern, die gut ins Leben hinein begleitet werden sollten, von Menschen, die allein und verlassen da liegen und wirklich auf ihren Matten verrecken, ihnen zu helfen, zu bauen Brücken, dass nicht mehr so viele Kinder ertrinken, wenn im Frühjahr das Hochwasser runterkommt von den Bergen. Schulen zu bauen, Kindergärten, die Kinder dazulassen, in den Gärten spielen, Vorschulen errichten, weil die Eltern auf dem Feld draußen sind, damit die nicht mehr auf dem Ochsen sitzen oder unter dem schattigen Baum und nicht einmal ein gescheites warmes Mittagessen kriegen und ein Ei dazu. Und das alles können wir tun und das machen wir auch. Nehmt bitte oben den Reisebericht vom letzten April, schaut es euch an. Dann könnt ihr sehen, wie viele Hände einem da wachsen, wenn wir, und das muss nicht Vietnam sein, aber ich habe mich halt nur mal dafür entschieden, 1991, wie viele Hände einem wachsen, wenn man da hilft und reingeht in die Situation. Und da geht es dann nicht mehr um Almosen, sondern für viele inzwischen auch etwas, das sie durchaus spüren, aber sie sagen, ich mache das, ich gebe das weiter, weil ich weiß, ihr geht darüber. Ihr seid selbst bei den Projekten präsent, ihr geht in die Lepra-Camps. Und wenn ihr mal erkennt,
wie viel Hoffnung in diesen Augen aufgeht, dass da Menschen aus einem fernen Westen kommen und ihnen helfen und wiederkommen und ihnen nicht nur Medikamente und Decken und Nahrung bieten, sondern auch eine liebevolle Zuwendung und ihnen sagen, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht verlassen. Und ihr seid Menschen, die wir schätzen in ihrem Menschsein. Ihr seid nicht der letzte Dreck, wie sie oft umschrieben oder genannt werden. Und eine Unterstützung von $3 bis $4 in dem Fall pro Monat von der Regierung kriegen und die Ärzte dastehen und zwei habe ich weinen sehen, als sie mir ihre Medikamentenmöglichkeiten zeigten. Das ist ein Kastel, das wäre bei uns eine Hausapotheke für 260 Menschen, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Das alles wächst dann an Armen und Händen und Füßen an uns dran, wenn wir in eine solche Zuneigung und Zuwendung zu Mitmenschen reingehen. Und ob das in Afrika ist oder in Südafrika, ob das hier in Deutschland ist, in Europa, ist nicht mehr so entscheidend. Und ob wir viel oder wenig tun können, ist auch nicht entscheidend. Aber wir können dieses Lebensrad nur verändern, wenn wir uns verändern und wenn wir bereit sind, unsere Ressourcen, wir haben eine Menge, einzusetzen für eine Veränderung von Bewusstsein, für eine Erhöhung der Achtsamkeit, für ein bisschen mehr Liebe und Mitgefühl. Und deshalb lasst uns das Rad des Lebens, jeder Seins weiterdrehen, aber schaut zu, dass es eine andere Farbe, eine andere Strahlkraft bekommt und ansteckend wird für viele andere. Und dann gewinnen wir unser Menschsein. Der Homo sapiens wird wirklich ein Homo sapiens vielleicht, nach dem Homo erectus. Und dann haben wir eine Chance. Und es ist etwas so Wertvolles, Mensch geworden zu sein, unter den vielen Wesen, die es auf diesem blauen Planeten oder im ganzen Weltall geben mag. Wir sind Menschen. Wir haben das Manas da dazwischen, was für uns hilfreich ist, aber auch viele, viele Probleme mit sich bringt. Wir haben Selbsterkenntnis, wir haben ein hervorragendes Bewusstsein entwickelt. Und ich sehe mit Freude, wie sich auch heute die Hirnforschung, und wir werden einen Kongress da im Jahr 2006 mit Wissenschaftlern zusammen in Plum Village abhalten, über die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung, um zu sehen, wie auch heute mehr Glück, Veränderung, Frieden, angeregt und untersucht werden kann und nicht mehr so sehr dieses Leiden und die ganze psychotherapeutischen Maßnahmen alten Formats. Ich habe da einen wunderbaren Artikel, den ich jetzt gerade nicht verfügbar habe, oder eine kurze Aussage dazu, wie sehr Thay auch Wert darauf legt, dass wir diese Forschung unterstützen, um damit zur Bewusstseinsveränderung beizutragen. Aber zunächst gilt es, bei uns zu verändern, bei uns anzufangen. Die Möglichkeiten sind da, die Fähigkeiten sind da, das Erleuchtungspotenzial ist da. Also lasst uns probieren.